SRF 4 News Zeitblende. Im September 1798 nimmt ein blutiger Krieg in Nidwalden seinen Lauf. Lange dauert er nicht, aber große Folgen wird er haben. Auf der einen Seite französische Truppen, gekommen um zu plündern, auf der anderen Seite Nidwaldner Kämpfer. Den Franzosen meilenweit unterlegen. Die ausländischen Truppen siegen rasch. Doch das Massaker geht weiter. Getötet werden nicht nur Kämpfer, sondern auch Frauen, Kinder, Greise. Häuser werden niedergebrannt. Heute sind die Ereignisse bekannt als die Nidwaldner Schreckenstage. Ein Trauma, das anhält. Zum Teil bis heute. Dass die Nidwaldner sich gegen die Franzosen wehren, das hat auch mit Veronika Gut zu tun. Einer Bauersfrau, die den Widerstand unterstützt. Nicht im Kampf, sondern mit Geld, moralisch. Die ihren eigenen Sohn in den Krieg und damit den sicheren Tod schickt und wegen ihres Widerstandskampfs 4 weitere Kinder verliert. Wie kam es so weit, dass die französischen Truppen intervenierten? Weshalb gab es derart großen Widerstand in Nidwalden? Und welche Interessen hatte eine Frau wie Veronika Gut an einer Eskalation? Diesen Fragen gehen wir in dieser Zeitblende nach. Schön sind Sie dabei. Ich bin Silvan Zemp. Stanz. Ich fahre nach Stanz, in den Hauptort des Kantons Nidwalden. Dort habe ich mit Peter Steiner und Brigitte Flüeler abgemacht. Mit einem Historiker und einer Historikerin. Herr Steiner. Beide kennen sich mit der Geschichte des Nidwaldner Widerstands und auch mit Veronika Gut aus. Sie kommen von hier und man kennt sich. Wir spazieren zusammen durchs Städtchen. Heute ist großer Herbstmarkt und viele Leute sind in Stanz unterwegs. Unser erstes Ziel ist die Kirche neben dem Rathaus. Wir gehen jetzt am Rathaus vorbei. Viele ist gestürmt worden von den Franzosen, oder? Also die Leute haben sich dann eben auch zurückgezogen in Kielen und es hat Schiesserien gegeben in den Kielen. Man sieht im Eingang zur Sakristie sieht man sogar Einschusslöcher, weil die ist verriegelt gewesen und dort drinnen hat man natürlich korrekterweise Kielenschatz vermutet oder das Gold und. Und hat dann das probiert so zu öffnen. Es ist dann eine unendlich lange Geschichte darum, ob der Kielerschatz denn wirklich mitgenommen worden ist oder nicht, oder ob der vergraben worden ist oder nicht. Und, also wir probieren immer noch die Sage, um den Kielerschatz zu pflegen, weil das finde ich sehr spannend. Was sicher ist, die Franzosen plündern in der Schweiz, damals 1798. Und sie sind auch aufs Geld aus. Wir schauen auf eine kleine grüne Wiese direkt neben dem Kirchturm. Da. Das ist das Massengrab, wo die Toten vom Franzosenüberfall selber begraben worden sind. Und immer am 9. September ist das sogenannte Überfalljahrzig, wo die Regierung plus Schützenverein und ich weiß nicht wer alles zusammen an einem Gedächtnis teilnimmt. Und dann nachher, am Schluss von der ganzen Feier, geht man dann da raus und hier ist auch noch ein kleiner Gedenkakt. Das gibt es bis heute? Das gibt es bis heute. Und da sind die Schulkinder immer abwechslungsweise 5. oder 6. Klasse, ich weiß es auch nicht genau, die werden hier einbezogen, und, damit die sich auch weiterhin an das sollen können erinnern. Also das Trauma lebt weiter, kann man sagen. Ich würde stark relativieren. Ja, also es verschwindet aus dem Schiffsbewusstsein. Aber es wird immer noch davon geredet. Und mir ist... Das ist noch keine 10 Jahre. Das sind vielleicht 6 Jahre, wo mir einmal ein Drittklässler gesagt hat, er hasse die Franzosen. Und wo ich gesagt habe, ja, warum? Der hat gesagt, ja, die haben Bucherkillen angezündet. Ah, ja. Und also, da wundere ich mich alle wieder, wie solche Sachen Urstände feiern. Der Franzosenüberfall, wie er in Nidwalden lange genannt wird, ist auch heute noch präsent in den Köpfen der Bevölkerung. Als die Schreckenstage geht er in die Geschichte ein. Daran soll auch das Denkmal am Gebeinshaus erinnern, direkt neben der Kirche. Und das ist das relativ, ich sage jetzt hier, bescheidene Denkmal, wo man an die Opfer erinnert von dem Franzoseneinfall 1798.
Eine Wandmalerei mit einem schlichten Gedenkstein und auf dem steht: Denkmal den ehrwürdigen Priestern, frommen Vätern, Müttern, Söhnen und Töchtern, welche den für Unterwalden ewig merkwürdigen 9. Herbstmonat 1798 und in der Folge Gott dem Vaterlande und der Tugend ihr Leben mutvoll geopfert. Es ist nicht das einzige Denkmal im Kanton, es gibt noch eins auf dem Allweg. Das ist da auf dem Weg, also Richtung Obalden. Einen Moos in der nächsten Gemeinde gibt es seit Anfang des 20. Jahrhunderts einen Obelisk, der dort steht, lustigerweise eigentlich so etwas Französisches, wo an den Überfall erinnert. Das Jahr 1798 ist prägend für Nidwalden. Vielerorts lese ich von einem Trauma. Und da stellt sich mir die Frage, was die Franzosen eigentlich von der Schweiz wollen. Ich brauche also etwas mehr Kontext als die lokalen Informationen aus Nidwalden und treffe mich dafür mit Historiker André Hohlenstein, emeritierter Professor für Geschichte an der Universität Bern. Also ganz grob ist es das Umfeld von der Französischen Revolution, die 1789 ausbricht, wo ab der 1792 ungefähr immer mehr auch ganz Europa erfasst, wo dann nachher im Verlauf der 1790er Jahre immer mehr auch expansionistische Züge zeigt. Das heisst, mit der Botschaft, den Völker von Europa die Freiheit zu bringen, betreibt Frankreich durchaus auch eigene Machtpolitik. Und kaum ist der erste Koalitionskrieg fertig, 1797, zeichnet sich eigentlich ab, dass jetzt Frankreich freie Hand hat. Das Schweizer Verhältnis auf die eigenen Interessen anzupassen und zu regeln. Und es dauert dann nur noch ein paar Monate, bis der Anfang 1798 die französische Armee die Schweiz besetzt. Und eigentlich mehr oder weniger mit dem Fall von Bern im März 1798 hat Frankreich eigentlich mehr oder weniger das Land vor der Hand im Griff. Frankreich habe vor allem finanzielle Interessen in der Schweiz, aber nicht nur. Einerseits ist Frankreich sehr interessiert an den Staatsschätzen von gewissen Kantonen. Man wird dann das Geld auch abzügeln auf Paris. Frankreich zahlt damit nicht zuletzt auch seinen Ägyptenfeldzug im Jahr 1798. Aber gerade so wichtig ist, dass es da eine lange Tradition gibt, zurück ins 16. Jahrhundert, weil es eine geostrategische Lage hat an den Alpenpässen. Was für Frankreich immer wichtig ist, war mit der Verbindung nach Oberitalien, schon unter den bourbonischen Königen, dass Frankreich immer daran interessiert war, den Raum der Schweiz sehr, sehr eng und möglichst exklusiv an sich zu binden. Mit der französischen Invasion erhält die Schweiz eine Verfassung und die Kantone verlieren ihre Souveränität. Manche Kantone stimmen dieser Idee direkt zu, andere werden unter Druck gesetzt, bis sie ja sagen. Das Zeitalter der sogenannten Helvetik beginnt. Letztlich ist die Helvetik jetzt ein zentralistischer nationaler Einheitsstaat und Kantone sind nur noch reine Verwaltungsbezirke. Die Regierung, die Verfassung, die da eingerichtet wird mit der Helvetischen Republik, die existiert eigentlich nur dank der militärischen Unterstützung durch Frankreich, weil in wichtigen grossen Regionen in der Schweiz, im Wallis, aber vor allem auch in der Innerschweiz, wird sich die Helvetische Republik nie richtig verwurzeln können. Es wird dort immer mehr oder weniger systematischen Widerstand, Opposition geben. Die Ruhe ist dort immer nur oberflächlich. Und man wird das ja dann merken in Nidwalden, wo im Sommer 1798 quasi noch eine heftige Widerstandswelle losgeht. Welches Freiheitsverständnis hat man denn damals? Nidwalden. Es gibt einen wunderschönen Brief von den Landammännern aus der Innerschweiz an das französische Direktorium Frühling 1798, wo die den Franzosen schreiben, hören, ihr wollt uns die Freiheit bringen, das brauchen wir gar nicht, das haben wir schon lange. Also ihr könnt daheim bleiben, das, was ihr bei uns wollt bringen, das kennen wir seit Jahrhunderten. Was die Landammänner unter Freiheit verstehen, ist überhaupt nicht das, was im Verlauf der Aufklärung, aber nachher auch eben politisch durch die Französische Revolution wichtig geworden ist. Die Franzosen legen Wert auf die für alle Menschen geltenden Freiheitsrechte. Man ist von Natur aus frei geboren, es gibt Meinungsäußerungsfreiheit und so weiter. Es sind die grossen liberalen Freiheiten.
Genau die gelten in diesen sehr freiheitsliebenden Innerschweizer Kantonen nicht. Frei ist dort der, wo Landmann oder Bürger vom Kanton oder vom Ort ist. Und das heisst, sie haben das Bürgerrecht in einer Korporation, in einer Gemeinde. Und das Bürgerrecht verschafft ihnen Zugang zu wichtigen kollektiven Ressourcen. Also man kann sein Vieh auf die Almend treiben. Man darf im Wald Holz schlagen. Man ist wählbar in politische Ämter. Und so weiter. Also das heisst, das ist sehr ein partikularistisches, korporatives Freiheitsverständnis. Schon Angehörige von der Nachbargemeinde haben keinen Anteil an diesen Freiheiten. Geschwiegen denn Fremde. Und Fremde wären für einen Nichtwaldner schon Luzerner oder Obwaldner oder Berner. Geschwiegen denn Ausländer im heutigen Sinn. Also das sind zwei sehr verschiedene Freiheitsverständnisse, die dort aufeinander prallen. Die Landsgemeinde in Nidwalden lehnt die helvetische Verfassung ab. Es ist der 7. April 1798 und man schwört, Widerstand zu leisten. Aufgestachelt von Geistlichen, die um den Einfluss der Kirche fürchten, sollte die Verfassung angenommen werden. Leib, Leben, Gut und Blut für unsere allein selig machende heilige Religion, in der wir geboren, unsere Freiheit und Unabhängigkeit, die wir von unseren seligen Vorvätern ererbt, darzugeben und aufzuopfern. Knapp eine Woche später wird beschlossen, es gibt einen Kriegsrat. Die Fronten sind verhärtet. Einige Monate später werden die Kantonsgrenzen zu Obwalden und Luzern besetzt. Die Franzosen bringen sich in Stellung. Und hier taucht Veronika Gut auf. Die Bauersfrau ist eine eifrige Kirchengängerin, setzt sich vehement dafür ein, dass in Nidwalden alles so bleibt, wie es war. Die Angst vor einem Machtverlust der Kirche ist groß. Um gegen den französischen Einfluss anzukämpfen, unterstützt sie die Kriegstreiber mit Geld. Sie bringt es einige Tage vor Kriegsbeginn dem Kriegsrat. Es entspricht etwa 2 Jahreslöhnen eines Handwerkers. Und sie schickt gar ihren Sohn, der eigentlich noch zu jung ist, in den Krieg. Veronika Gut war für ihre Zeit ganz sicher eine außergewöhnliche Frau, was ihren Lebenslauf anbetrifft und was ihr Engagement in der Politik anbelangt, sagt der Nidwaldner Historiker Peter Steiner. Was sie da persönlich eingesetzt hätte, gerade im Bereich Finanzierung von dem Widerstand, das ist enorm, also vom Betrag her. Stellt sich sicher die Frage, woher hat sie überhaupt die Mittel gehabt, wie hat sie die können in Bewegung setzen. Ist in dem Sinn auffällig. Sie ist dann aktenkundig geworden, weil sie doch in 2 Strafprozesse verwickelt war, dann im Nachgang. Und auch entsprechend für ihr Engagement dann auch bestraft worden ist. Also es ist eine Person, die aus dem Dunkel von der Geschichte, kann man sagen, raustritt und markant ist. Sie unterstützt also den Krieg, der in die Geschichte eingeht und in Nidwalden so etwas wie ein Trauma auslöst. Rund 10'000 Soldaten sind bei den Franzosen im Einsatz. Das sind etwa 6-mal mehr als bei den Nidwaldnern. Es sind vor allem bewaffnete Bauern, die den Franzosen Widerstand leisten. Der Großteil der Nidwaldner Elite ist rechtzeitig geflohen. Französische Schiffe gelangen über den Vierwaldstättersee. Bodentruppen kommen über Alpnach und Kerns in Richtung Stanz. Es kommt zu schrecklichen Kämpfen. Das Leiden ist groß. Ein Beobachter der damaligen Zeit schildert Einzelschicksale. Kunigunda Barmettler von Ennetmoos, 50 Jahre alt, die im Dorfe wohnhaft zu sein schien, ward in der Kirche betend erschossen. Sie lag innert der kleinen Türe auf der Weiberseite. Regina Risi, 25 Jahre alt, Tochter des Meisters Jakob unter der Kirche, groß und schön gewachsen, wurde von den Franzosen im Haus überfallen, gegen welche sie ihre Keuschheit tapfer verteidigte und bat, sie sollen sie erschießen. Und die Rasenden gaben ihr eine tödliche Kugel. Sie lag im Hemde in der Stube und wurde noch tot missbraucht. Elisabetha, ca. 50 Jahre alt, sehr brav und fromm.
Sie wurde entdeckt, durch das Haus hinabgeschleppt und von ihr Geld, Silberzeug und anderes mehr gefordert. Nun musste sie ihr Leben hergeben und wurde in der Stube ermordet. Man stach ihr die Augen aus und schnitt die Zunge weg. Das Blut floss durch Stube und Kammer und rötete die Wände. Für Peter Steiner und Brigitte Flüerle, den Historiker und die Historikerin, ist klar, angestachelt zu ihren Gräueltaten wurden die Franzosen einige Tage vor dem Krieg von den Nidwaldnern selbst. Und dann hat es noch ein paar Dummheiten gegeben im Vorfeld. Es gibt ja Kriegsgebräuche, die gibt es schon lange, oder? Und die sind dann eben von denen auch missachtet worden. Und das hat dann natürlich auch die französische Interventionsarmee und die einzelnen Leute sehr beleidigt und auch hässig gemacht. Und darum ist es dann auch zu dem quasi Massaker gekommen. Das war schwierig selbst für die französischen Offiziere und Anführer, ihre Soldaten zurückzuhalten. Also, und dass sie sie können bändigen konnten. Und in dieser Woche vor dem sogenannten Überfall, dort haben die Waldner also sich alles andere als anständig auch den Franzosen gegenüber benutzt. Die haben zum Beispiel, wenn Kundschafter ausgeschickt worden sind, einen, den haben sie gefangen genommen, den haben sie dort ausgestochen und haben ihn retour transportieren lassen. Das waren Kriegsverbrechen 1a. Was sehr bemerkenswert ist, das ist die ganze Bezeichnung. Oder? Also nur in meiner Jugend hat man ganz klar vom Überfall geredet. Und das hat sich dann langsam verändert zum Einfall, zum Einmarsch. Heute findet man den Begriff, wenn Überfall, in Anführungs- und Schlusszeichen. Weil ein Überfall, so wie wir einen Überfall würden verstehen, eine überraschende Attacke, ist das nicht gewesen. Das war eine wohl angekündigte Exekution gewesen. Also Nidwalden hat Wochen, wenn nicht Monate voraus gewusst, wenn ihr jetzt den Bürgereid nicht irgendwann schwört, dann werden wir intervenieren. Der Krieg ist verloren. Über 400 Nidwaldnerinnen und Nidwaldner sterben und 115 Soldaten und Offiziere der französischen Armee. Dazu mehrere hundert Gebäude, die angezündet und dem Erdboden gleichgemacht werden. Die gebeutelten Nidwaldner werden mit dem Verlust des Kriegs gezwungen, den Eid auf die neue helvetische Verfassung abzulegen. Auch das Haus von Veronika Gut brennt bis auf die Grundmauern nieder. Sie selbst kann Stans noch rechtzeitig verlassen und sieht aus der Ferne zu. Ihr Sohn, den sie in den Krieg geschickt hat, stirbt durch eine französische Kugel. Kurze Zeit später wird Veronika Gut verhaftet und vor Gericht gestellt. Das Urteil: An einem Sonntag muss sie mit einem Zettel mit der Aufschrift «Ruhestörende Lügnerin» eine Viertelstunde vor der Kirche stehen und ein Jahr lang eine schwarze Kopfbedeckung tragen, damit man sie in der Öffentlichkeit auch sofort erkennt. Doch diese Schmach hält sie nicht davon ab, weiterzumachen im Kampf gegen die äußeren Einflüsse. Gleich neben den Ruinen ihres alten Hauses baut sie ein neues auf, bei der Schwiechermatt in Stans, und hält dort Zusammenkünfte ab, schmuggelt Waffen in die Region und schürt Hass zwischen denen, die ungleicher Meinung sind. Die Zeit nach dem Krieg ist zwar vorerst ruhig, doch immer wieder gibt es Aufruhr, sagt Historiker André Hohlenstein. Das Problem ist, dass eben der doch sehr schnell wieder einmal zwischen den sogenannten Unitariern, den Anhängern der Helvetischen Republik, und den Föderalisten, also dem, wo die alte Souveränität der Kantone zurückgeht, dass das Land immer wieder auch lähmt. Und es kommt ab 1800 zu insgesamt 5 Staatsstreichen in der Helvetischen Republik. Also es fehlt völlig die Stabilität in diesem Land. Die Franzosen schicken wieder Soldaten in die Schweiz, um die Lage zu beruhigen. Es eskaliert allerdings nicht. Doch eines Nachts klopft es bei Veronika Guts Haus an die Tür. Die Franzosen kämen, sie plünderten, würden Häuser in Brand setzen und töten. Veronika Gut nimmt ihre 4 Töchter mit und will flüchten. Als sie einen Fluss überqueren will, die Engelberger Aa, bricht plötzlich der Steg ein. Veronika Gut kann sich retten, ihre 4 Töchter stürzen in den Fluss und ertrinken.
Die Töchter sind 1801 ums Leben gekommen. Das ist beleidigt und nachgewiesen. Also es ist nicht irgendwie eine Sage. Es ist eigentlich wirklich eine verrückte Geschichte. Vier Mädchen, die am gleichen Tag da einbrechen in das Anwasser, in die Engelberger an und vertrinken, eben auf dieser provozierten Flucht. Das ist sicher für eine Mutter muss das eine absolute Katastrophe gewesen sein. Aber ich würde es ein bisschen so interpretieren, dass sie natürlich an die Schuld in diesen Franzosen, der Macht von außen zugewiesen hat und sich dann entsprechend weiter motiviert hat gegen jede Regung, die von dort herkommt, weil die Helvetik hat nicht nur negative Aspekte gehabt, sondern auch eine ganze Reihe positive, sich dagegen zu wehren. Dann wird es irgendwann verständlicherweise eben auch irrational. Ein Schicksalsschlag. Doch davon lässt sich Gut nicht unterkriegen. Sie heiratet wieder und zieht in ein Haus an der Näggeligasse. Peter Steiner und Brigitte Flüeler zeigen es mir auf dem Rundgang in Stand. Dort hat sie den Hof ihrem Sohn übergeben, dem einzigen Kind, das sie noch hatte, und hat euch geheiratet und ist daher. Eigentumsmässig ist es vermutlich so, dass ihr den Unterboden gehört hat. Und heute ist das eine Gesundheitspraxis. Das Haus oder zumindest ja, Boden. Da unten, das ist privat und die Frau vom Eigentümer, die ist Naturheilärztin und hat da mit Kolleginnen zusammen die Praxis. Von diesem Haus aus organisiert Veronika Gut den künftigen Widerstand. Sie gründet den sogenannten Froneck-Rat. Froneck, weil Froni die Abkürzung von Veronika ist. Der Froneck-Rat, das sind wir aber 1813. Das ist da eigentlich wiederum das konservative Halbzentrum gewesen. Das zieht Veronika Gut zusammen mit dem Franz Xaver Wirsch, wo eben beide da in dem Haus wohnen. Die haben quasi in einer Art fast eine Gegenregierung gebildet. Das wäre der Raum und da ist auch das Buffet. Man trifft sich in dem Raum für die Sitzungen. Und da innen soll der Froneck-Rat gestaffelt haben. Also das Haus hat das zweite Rathaus geholfen. Und auf dem Buffet sieht man noch die Initialen, FVG. Das ist Veronika Gut, Frau Veronika Gut, Herr Melk Odermatt, 1805. Veronika Gut wohnt jetzt also im Zentrum von Stans, in der Nähe der Kirche und des Rathauses. Aber Veronika Gut hat bis zu ihrem Tod da innen gewohnt. Ja. Hier ist also die vermutlich letzte Bleibe von Veronika Gut. Von hier aus hat sie den Widerstand angeführt. Der Froneck-Rat bleibt lange Zeit zurückhaltend. Veronika Gut selber leistet allerdings dort, wo sie kann, offenen Widerstand. Etwa als in Stans ein liberaler Kaplan eingesetzt werden soll und sie vor der Kirche den zuständigen Kirchenrat mit Schimpfworten eindeckt, das führt im Jahr 1803 zur Verhaftung. Doch es bleibt vergleichsweise ruhig in Nidwalden und generell in der Schweiz. Und die Hände im Spiel hat Napoleon. Er organisiert die sogenannte Consulta, das ist ein Verfassungslaboratorium in Paris, wo die Spitzenpolitiker aus der ganzen Schweiz quasi einen Marschbefehl bekommen. Und nachher von November, Dezember 1802 bis Februar 1803 in Paris unter der Aufsicht von Napoleon zuerst eine Bundesakte und nachher Verfassungen für alle Kantone ausarbeiten. Mit dem Ziel, hier Ruhe herzubringen. Und ihm gelingt das einerseits, weil er quasi den Kantonen ihre Souveränität wieder zurückgibt. Also letztlich der Föderalismus wieder einführt. Und zweitens natürlich die Schweiz wieder sehr eng an sich bindet mit einer Defensiv- und Offensivallianz. Frankreich hat die Schweiz im Griff. Bis im Jahr 1813. Denn dann kollabiert das System Napoleon. Weil im Herbst 1813 verliert Napoleon grosse, wichtige Schlachten in Deutschland und die grosse anti-napoleonische Allianz, bestehend aus Österreich, Russland und Preußen, tut quasi den Napoleon nach Frankreich zurückdrängen und besiegt ihn letztlich 1814.
Und in dieser Situation kommt die Frage natürlich wieder auf, was passiert mit der Schweiz? Weil sie kommt jetzt quasi aus dem französischen Machtkreis raus. Und für alle Mächte stellt sich die Frage, was passiert mit dem Land? Und die Mächte, also die antinapoleonischen Mächte, probieren die Schweiz nachher auch wieder zu Reformen zu zwingen oder zu drängen. Das wird dann der Wiener Kongress zustande bringen, wo auch wieder ein Interesse daran hat, an einer unabhängigen, aber jetzt neutralen Schweiz, wo in Zukunft als Buffer zwischen Frankreich und Österreich soll dienen. Und jetzt ist interessant zu sehen, wie die Innerschweiz und insbesondere eben auch wieder Nidwalden in dieser neuen Situation reagiert. Sie wollen nichts jetzt wieder von Reformen und von Bundesstaat wissen. Sie wollen auch den Staatenbund nicht. Sie wollen zurück zum Ancien Regime. Und es sind wieder die Nidwaldner, die sich enorm schwer tun mit dieser Integration in etwas Grösseres, sagt Historiker André Hollenstein. Die Schweiz organisiert sich wieder selber, will sich selber eine Verfassung geben. Doch damit wird auch der Fronegrat von Veronika Gut wieder aktiv in Nidwalden. Eigentlich sollte die Landsgemeinde 1814 dem Bundesvertrag zustimmen, doch weil der Fronegrat in Nidwalden Stimmung macht, kommt es anders. Der Kanton Unterwalden, nicht dem Wald, erkennt keine Staatsverhältnisse zu einer Zentralgewalt, durch welche die Souveränitätsrechte geschmälert werden könnten, als welche von der Landsgemeinde gebilligt worden wären. Einfluss verschafft sich der Fronegrat auch dadurch, dass Veronika Gut ihre Stäckli-Buben zur Landsgemeinde losschickte. Burschen, bewaffnet mit Stecken, die dafür schauen sollen, dass die Männer zum richtigen Zeitpunkt die Hand heben. Damit, so beschreibt es der Schriftsteller Alex Gabü, sei der Fronegrat zur diktatorischen Volkspartei geworden. Bei der Eidgenossenschaft droht man, die Geduld zu verlieren mit Nidwalden. Als auch beim sechsten Versuch die Nidwalden ein Nein sagen, kommen Truppen zum Einsatz, sagt Historiker André Hohlenstein. Nidwaldner weigern sich, den Bundesvertrag zu unterzeichnen. Hartnäckig. Und sie werden immer mehr unter Druck gesetzt. Und am Schluss schließt man sie ja sogar für kurze Zeit aus der Eidgenossenschaft aus, nimmt sie dann gleich darauf ab wieder auf. Und in dieser Zeit werden sie militärisch besetzt. Also sie werden quasi militärisch dazu gezwungen, ja, in die neue Schweiz sich einzufügen. Und das passiert dann auch. Veronika Gut flieht in die Berge, wird aber aufgespürt und verhört. In ihrem Keller findet man ein Fass voller Schießpulver. Nidwalden sagt also widerwillig ja und muss auch einen Verlust hinnehmen. Denn Engelberg wendet sich nach den ganzen Tumulten von Nidwalden ab und ist seither und bis heute Teil des Kantons Obwalden. Damit endet auch der Einfluss des Fronegrats, der im Haus an der Nägerligasse in Stanz tagte. Historiker André Hohlenstein sagt, der Fronegrat habe geschickt die Umwälzungen in der damaligen Zeit zu nutzen gewusst. Mein Eindruck ist der, dass in dieser turbulenten Zeit 1798 bis 1814, 15 unter dem Druck der enormen Veränderungen im Umfeld das politische System auch nicht mehr so organisiert war. Also man hat sehr verworrene Verhältnisse. Nicht zu vergessen, die katholische Kirche nimmt enorm Einfluss auf die politischen Verhältnisse, schürt Stimmungen gegen Reformen und eben nicht zuletzt auch mit der Religionsangst ein Argument hat, wo man enorm über Emotionen die Leute zum Widerstand animieren kann. Also mein Eindruck ist ein bisschen der, dass Akteure eine Rolle spielen, die in den alten Verhältnissen politisch nicht sehr grossen Einfluss hatte. Und die Tatsache, dass die Veronika Gut, eine Frau notabene in einem Kanton, wo sich dann nachher lang wird schwer tun wird mit dem Frauenstimmrecht und der Gleichstellung von Mann und Frau, dass eine Frau so einen enormen informellen Einfluss kann entfalten auf die Politik, ist eigentlich ein Symptom dafür, wie die Verhältnisse auch innerhalb des Kantons ein bisschen durcheinander kommen. Und nicht zuletzt erklärt sich das auch mit ihrem Charakter. Sie wird zwar von ihrem Enkel als liebevolle Großmutter beschrieben, es gibt aber auch andere Quellen. Alle Beschreibungen zu ihrer Person stammen allerdings von Männern. Das heisst ja, sie sei ein böses, regiersüchtiges Weib gewesen. Also, das sind Männergeschichten, Männerwahrnehmungen. Gut, auf der anderen Seite ist sie natürlich auffällig, sonst würden wir heute von ihr nicht reden. Das ist ja klar. Also sie hat sich ungewöhnlich bewegt in dieser damaligen Gesellschaft.
Und das macht sie bis heute speziell. In den letzten Jahrzehnten schenkte man ihr vermehrt Aufmerksamkeit. Es gibt Romane, mehrere Forschungsarbeiten, es gab in Ballenberg ein Freilichttheater, das ihren Namen trug, und heute sogar eine Straße in Stand, die nach ihr benannt ist, den Veronika-Gutweg. Bekannt wird sie auch, weil es in ihrem ehemaligen Haus an der Spiechermatte zu Spuk gekommen sein soll. Das Spukhaus von Stanz ist heute weitum bekannt, auch dank einer Dokumentation eines deutschen Filmteams. Inzwischen wurde das Haus allerdings abgerissen. Nach ihrem politischen Treiben wird es um Veronika Gut still. Sie stirbt am 28. April 1829 mit 71 Jahren und findet ihre Ruhe auf dem Stanzer Friedhof. Was bis heute fehlt, ist ein Bild von Veronika Gut. Doch Historikerin Brigitte Flüeler wartet mit einer Überraschung auf. Kurz vor dem Abriss habe ein Antiquitätenhändler in einer Spalte im Estrich des Hauses ein altes Bild entdeckt. Ein Grabkreuz, also eine Zeichnung einer Person, die beim Grab aufgehängt wird. Und Brigitte Flüeler hat dieses dabei, als ich sie in Stanz treffe. Ich gehe fest davon aus, das ist das einzige Bildnis, das es von der Veronika Gut gibt. Es ist in einem sehr schlechten Zustand. Mehrere Indizien würden dafür sprechen. Eine kleine Sensation, die ich in Stanz miterleben darf. Es gibt offiziell kein Bild von Veronika Gut, bis zum Moment, in dem mir Brigitte Flüeler in dieser Zeitblende das Bild zeigt. Sie finden es übrigens als Podcastbild unter srf.ch/audio. An diesem Novembertag ist großer Markt in Stanz. Die Menschen tummeln sich durch die engen Gästlein an den Ständen vorbei. Etwas außerhalb des Dorfs wird parkiert. Autos aus Nidwalden, Obwalden, Luzern. Ich höre die verschiedensten Dialekte und Sprachen auf dem Markt. Das verschlossene Nidwalden, wie es vor 200 Jahren war, gibt es nicht mehr. Und trotzdem. Vergessen werden die Nidwaldnerinnen und Nidwaldner die Ereignisse von 1798 wohl nie, weil sie sich aktiv gegen das Vergessen engagieren. Sei es in der Schule, mit jährlichen Gedenkanlässen, mit größeren Buchprojekten oder mit einem Wanderweg. Denn seit 2020 gibt es einen Erinnerungsweg an die Ereignisse rund um 1798. Und bei dieser Erinnerungskultur spielt auch der Kirchenschatz eine Rolle, der seit 1798 verschollen ist. Ob die Franzosen den mitgenommen haben? Ob er irgendwo in Stanz vergraben wurde oder in einem Keller schlummert, vergessen? Eine der vielen Fragen nach den Ereignissen im Jahr 1798, die bis heute ungeklärt bleiben. Das Verschwinden vom Kirchenschatz da von Stanz, oder? Seither suchen wir den. Ja, jede Generation Kind sucht der Stanzer Kirchenschatz. Das gehört dazu. Ja. Und wir schauen auch, dass sie weiter suchen. Aufgeben? Das kommt in Nidwalden nicht in Frage. Bis heute nicht. Das war die Zeitblende. Weiterführende Informationen zum Thema finden Sie im Podcast beschrieben zu dieser Ausgabe. Am Mikrofon war Silvan Zemp. Und weitere Ausgaben der Zeitblende finden Sie unter srf.ch/audio oder dort, wo Sie Ihre Podcasts hören.